Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum etwas vorgezogenen Devisenradar an dieser Stelle am heutigen Freitag, dem 27. März. Es grüßt Sie, Jeff DeProkos, und wir wollen hier heute auf den Goldpreis blicken, der ältesten Währung der Welt. Insofern auch definitiv ein Vehikel, was wir hier auch gern im JFD-Devisenradar unter die Lupe nehmen. Und aufgrund der gestrigen Bewegung in Sachen Performance von mehr als 25 Dollar gehört dem Gold eben heute doch der Blickpunkt, weil eben bislang eine leichte Schwäche zu verzeichnen ist. Schauen wir uns den Tageschart, den gestern dargestellten Tageschart zum Goldpreis an. Da war schon die Annahme, und Sie sehen hier diesen blauen Tendenzpfeil, die Analyse ist ja auch nachzulesen, dass es hier durchaus zu Rücksetzern kommen kann, kommen darf. Hier oberhalb von 1200 US-Dollar stehen die Chancen aber gut, dass der Goldpreis eben doch wieder anzieht und hier dann entsprechend seine Erholungsbewegung, wohlbemerkt seit dem Fed-Event, seit dem 18.03., bei dem es ja dann doch hier, ich will nicht sagen eine Neuausrichtung gab, aber zumindest eben ein bisschen eine Lockerung in Sachen, wir heben die Zinsen ja alsbald an. Also insofern wurden hier wieder Spekulationen getrieben, dass dies doch nicht passiert und. Letztlich, der Markt hat hier ein schönes Reversal hingelegt, hat hier nicht das Tief, ein Stück weit rauszoomen, vom November im Bereich 1132 Dollar getestet. Innerhalb dieses Abwärtstrendkanals war das nächste zu erwartende Ziel, was wir auch relativ engmaschig immer hier beim JFD-Stream auf dem JFD-Desktop hier gecovert hatten. Letztlich blieb das aus. Am 18.03. wurden die Weichen neu gestellt. Der Preis schoss nach oben während der letzten Tage allerdings mit einer geringen Wolla. Und gestern dann eben aufgrund hier eben der geopolitischen Risiken in Jemen, aufgrund der militärischen Attacken und den auch schlechten Wirtschaftsdaten und, war es dann letztlich so bedingt, dass der Markt hier dann gerade am Vormittag hier enorm nach oben schoss, jetzt eben den Rücksetzer vollzieht und jetzt kommt es eben darauf an, was der Goldpreis macht. Wir schauen uns mal auf Tagesbasis die Saisonalität an. Die sieht jetzt für den Goldpreis selbst nicht so berauschend aus. Das heißt hier, wir haben kurzfristig ein leichtes Movement zu erwarten, aber tendenziell bis zur Mitte des Monats April dominieren hier eigentlich die schwächeren Notierungen. Das kann sich durchsetzen, sofern wir hier das Level von 1185 Dollar unterschreiten sollten. Für mögliche Long-Engagements, die man jetzt eingeht, wohlbemerkt keine Anlageempfehlung, aber wer denn hier zum Beispiel darauf setzen sollte, würde, müsste sich hier im Bereich unterhalb des EMA 20, unterhalb dieser Abwärtstrendlinie, unterhalb der letzten Verlaufskerzen eben doch absichern, weil diese Rücksetzer, wenn sie denn kommen, durchaus ein Geschmack zu tief wären, die dann wiederum eben durchaus weitere Abgaben bis in den Bereich 1150 und tiefer initiieren könnten. Andererseits, wenn sich der Goldpreis eben jetzt stabilisiert, heute hier Intraday sicherlich den ein oder anderen Spike machen kann, aber letztlich dann hier oberhalb von 1200 aus dem Wochenhandel geht, dann wäre die Situation durchaus die, dass der Goldpreis in der kommenden Woche hier entgegen der Saisonalität durchaus eine weitere Performance nach oben vollziehen kann. Und dann haben wir hier den Widerstand bei 1125 Dollar ganz klar auf der Uhr und hier das nächste Level, das 61er Fibonacci Level als Retracement-Punkt im Bereich 1242,25, wenngleich es viel weiter höher gehen kann. Sie sehen auch hier diesen größeren Abwärtskanal, diese Trendlinie hier. Ja, das wäre dann hier sogar das Niveau von 1285,84 rund, aber ein Test dieser gebrochenen Aufwärtstrendlinie im Bereich um 1270 wäre auch möglich. Das allerdings eben nur, wenn wir per Wochenschluss idealerweise über 1200 Dollar schließen. Tun wir es nicht, sacken wir nach unten durch, gerade speziell unterhalb von 1185 Dollar wäre hier der bärische Bias wieder zugegen. Was sagt der Wochentag heute? Wir sehen hier eine leicht schwächere Tendenz. Der Goldpreis ja ohnehin während der vergangenen 52 Handelswochen, Sie sehen es hier, in einer schwierigen Lage. Und da ist der Freitag interessanterweise mit 45% positiver Schlusspreise sogar schon der positivste Tag. Im Overall View, also während der letzten 15 Jahre, sehen wir hier sogar den Freitag mit 58%. Also eigentlich statistisch ein Tag, an dem der Goldpreis trotz der gestrigen Bewegung, trotz des jüngsten Erholungsimpulses hier positiv aus dem Handel gehen sollte. Das bleibt eben aber mal abzuwarten. Wir zeichnen oder verzeichnen gerade Verluste. Wenn wir hier in den Stundenchart jetzt schauen beim Goldpreis, haben wir die Situation, dass das Bild hier schon ein Stück weit mehr zu kippen droht. Wir sind auch unterhalb des Pivot Points. Den kann man übrigens heute, den Daily Pivot Point, der Fingerabdruck des Vortages sozusagen, den kann man heute hier auch im Sinne dieser Kerzen, die hier am frühen Abend markiert wurden, ich zeichne das mal kurz als kleine Widerstandszone ein, neben der größeren Widerstandszone, die Sie aktuell schon sehen im roten Bereich. Aber oberhalb des Daily Pivot Points heute 1206,30 rund wäre der Bulle hier im Vorteil. Das muss man sagen. Wenn wir hier wieder zurückkommen und uns über dieses Level etablieren können, dann wäre das definitiv ein gutes Signal. Andernfalls, gerade unterhalb des Pivot Points, unterhalb dieser jetzt auf Stundenbasis bereits schon gebrochenen Aufwärtstrendlinie,
seit dem 19.03. muss man davon ausgehen, dass hier das Support Level 1 getestet wird. Das liegt auch hier im Kontext einer Horizontalunterstützung. Und das wäre kurzfristig das nächste Ziel, bevor es dann direkt eine Etage tiefer hier in diese Zone gehen könnte. Das wäre hier knapp über 1185, 1187 roundabout. Und dann wären wir schon in der Region 1181, 1187. Sie wissen es auf Tagesbasis 1185, wo es dann eben kritisch wird. Wenn wir darunter rauschen sollten, hätte der DAX dann, DAX sage ich schon, hätte der Goldpreis sicherlich eine entsprechend negative Fortschreibung für die kommende Woche. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, der Markt ist noch jung, der Handel in Europa ging just vor wenigen Minuten erst los und insofern muss man sich mal darauf einstellen, was dann hier noch passiert. Wolla sicherlich noch möglich, wir haben ja dahingehend noch einiges zu erwarten am heutigen Tag. Wir schreiben heute ja die Bekanntgabe des Bruttoinlandsprodukts zum vierten Quartal, die endgültige Vorabschätzung. Die Amerikaner schrauben ja immer wieder gerne an ihren Statistiken. Darf man mal gespannt sein, was da kommt. Dann haben wir noch 14:55 das Konsumklima, also Volatilität dürfte am frühen Nachmittag Einzug halten. Bis dahin ist es relativ ruhig und danach wahrscheinlich auch. Also insofern ist hier nicht mehr mit dem großen explosiven Move zu rechnen. Außer, und jetzt geben Sie Obacht, 20:45 mitteleuropäischer Zeit redet die Fed-Chefin Yellen. Janet Yellen in San Francisco. Und wenn sie hier vor dem Wochenende vielleicht doch noch ein kleines Highlight auspackt, dann könnte das spät am Abend sicherlich nochmal für Überraschungen sorgen. Gut, liebe Zuschauer, heute, wie gesagt, ist das Devisenradar ein Stück weit vorgezogen aufgrund eines Termines. Nichtsdestotrotz, die Analyse ist ja allgegenwärtig auch für die nächste Zeit auch sicherlich einsetzbar. In der kommenden Woche pausiert das JFD-Devisenradar komplett. Das heißt, da wird es am Morgen in ursprünglicher Zeit Skala 9:30 Uhr kein Devisenradar geben. Das startet dann erst wieder am 6. April. Das zur Information an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen in diesem Zusammenhang schon mal schöne Ostern, verabschiede mich hiermit mit den besten Grüßen und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Handelszeit und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.